Liebe Zuschauer, heute darf ich Sie wieder einmal zu unseren Kurzmeldungen begrüßen. Die Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg plant den Neubau eines Bürogebäudes. Wo das Objekt gebaut werden soll, ist noch unklar. Im Gespräch sind Wismar, Grevesmühlen und Varin. Geht es nach Landrat Tino Schumann, wäre die Sache klar. Wismar ist Kreisstadt, deshalb liegt unser Hauptaugenmerk auf einem Neubau an diesem Standort. Hier wäre geplant, ein viergeschossiges Bürogebäude mit 114 Arbeitsplätzen inklusive Kreistagssaal auf einem ausgedehnten Sandparkplatz in unmittelbarer Nähe des jetzigen Kreissitzes in der Rostocker Straße zu bauen. Geschätzte Gesamtkosten nach heutigem Stand 15 Millionen Euro. Als zweiter möglicher Standort in Wismar wurde die Fläche gegenüber dem Parkhaus Altstadt Hafen geprüft. Die Gesamtkosten werden auf 25 Millionen Euro geschätzt. Ein weiterer denkbarer Ort ist die Rasenfläche vor dem Grevesmühlener Kreissitz in der Malzfabrik. Hier könnte ein Erweiterungsneubau entstehen. Aktuell ist der Kreistag von Nordwestmecklenburg im Juni über eine Vorzugsvariante zu entscheiden. Am Freitag, den 22. April, ist Bürgermeister Thomas Bayer zu Gast im Café Miteinander. Bei diesem Gespräch haben Interessierte die Möglichkeit, sich über geplante Bauvorhaben zu informieren und Probleme anzusprechen. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr und ist bis 15 Uhr geplant. Anmelden können Sie sich unter der eingeblendeten Mailadresse. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln des Landes Mecklenburg-Vorpommern. In den Häfen Mecklenburg-Vorpommerns sind im vorigen Jahr nach Angaben des Statistischen Amtes Güter mit einem Gesamtgewicht von knapp 28,2 Millionen Tonnen umgeschlagen worden. Damit nahm die Umschlagsmenge nach dem Corona-bedingten Rückgang 2020 wieder spürbar zu. Wie das Statistische Amt des Landes am Montag in Schwerin mitteilte, betrug der Zuwachs etwa 2,7 Millionen Tonnen oder 10,7%. Im Jahr 2020 war der Güterumschlag in den Häfen im Nordosten im Vergleich zum Vorjahr um etwa 1 Million Tonnen geschrumpft. Der Insolvenzverwalter der MV-Werften ist zuversichtlich, für die beiden verbleibenden Standorte des Unternehmens geeignete Abnehmer zu finden. Er peile eine Entscheidung für Ende Mai 2020 an, teilte Insolvenzverwalter Christoph Morgen am Montag in Hamburg mit. Am vergangenen Freitag war eine erste Weiche für die Frist für die Abgabe von Interessenbekundungen ausgelaufen. In den nächsten Wochen wolle man nun auf die Interessenten zugehen und absprechen, wie viel Gesprächsbedarf dort intern besteht, bevor die Bieter verbindliche Angebote für die Nachnutzung der Standorte in Wismar und Rostock sowie die Finanzierung vorlegen können. Man wolle sich keinen Druck durch unnötige Fristen auferlegen, so Morgen. Wie der Insolvenzverwalter erläuterte, gäbe es für beide Standorte mehrere Interessenten, die sowohl im Bereich des Schiffbaus, der Offshore-Windkraft, wie auch im Geschäft mit der Verpachtung von Immobilien tätig sind. Dem Vernehmen nach hatte die Kieler U-Boot-Werft ThyssenKrupp Marine Systems am Wismarer Standort Interesse gezeigt. Dies wurde jedoch nicht offiziell bestätigt. Christoph Morgen sieht zudem weiter die Möglichkeit, das zu 75% fertiggestellte Kreuzfahrtschiff Global One zu Ende zu bauen, sollte sich ein Käufer finden. In dem Sinne, viel Vergnügen im weiteren Programm, liebe Zuschauer.